Also bei der Malerei bin ich nervös und da bete ich immer, hoffentlich gelingt diese Übung. Es ist vielleicht vergleichbar mit der Angst, die ein Schriftsteller hat, ob er diesen Roman bewältigt. Die Zeichnung ist für mich eher, ich sag mal, eine Poesie, ein Fünfzeiler. Das ist ein Sinneseindruck, den man im Telegram-Stil zu Papier bringt, wie ein ausgearbeitetes Bild viel mehr Fragen an sich zieht, als Lösungen anbietet. Ja, ich glaube, ich bin eigentlich schon die ganzen Jahre bei mir geblieben. Das kann man mir vorwerfen, da ich ja kein Konzeptkünstler bin und unterschiedliche Konzepte entwerfe, kann man schon sagen, dass ich eigentlich die Spur, die ich damals gelegt habe, weiterverfolgt habe und vertieft habe. Also ich denke, es dreht sich immer um dasselbe bei mir. Trotzdem möchte ich mich nicht als seriellen Maler sehen, der seine Sache immer gleich präsentiert, sondern immer wieder neu belebt oder neu auffrischt. Wenn man jetzt häufig von früher und jetzt spricht, heißt es, dass der Blick von außen auf mich dabei ist, so ein Bild zu entwerfen. Und das wollte ich ja auch. Ich wollte ja nicht ein in die Jahre gekommener neuer Wilder sein, sondern ich wollte, dass diese Phasen auch irgendwann abgeschlossen sind. Heute gehe ich eher von einer großen Leere aus, die ich fühle. Am Anfang wollte ich eigentlich mein überschüssiges Sperma auf die Leinwand spritzen und heute ist eher Entsagung und vorsichtiges Annähern. Und dann, wenn ich sehe, dass die Geschichte eben auftauchen ist, mit so einer kalten Nase wie möglich zugreife. Das Konzept unserer Ausstellung ist keine Retrospektive im herkömmlichen Sinn, sondern wir haben den Fokus gelegt auf das aktuelle Werk von Sigi Anzinger, das in den letzten 2 Jahren entstanden sind. Er hat regelrecht die Ausstellung ermalt. Aber mir ging es dann darum, auch die Anfänge kurz zu skizzieren, in einem Raum Werke aus den 80er Jahren auszustellen, weil da ist er wirklich bekannt geworden, hatte da große Auftritte auf Biennale und Documenta. Und da gibt es auch eine sehr schöne Verzahnung, so konträr die beiden Blöcke auch sind. So logisch ist es dann auch wiederum, das gemeinsam zu sehen, aber wichtig war auch, das zu trennen und wirklich dem Hauptwerk, dem aktuellen Werk, da den Platz einzuräumen. Das war dann eine sehr spannende Entwicklung. Ich habe Siegfried Anzinger ein paar Mal in Köln besucht, immer wieder hat er mir die aktuellsten Arbeiten gezeigt und schon langsam hat sich dieses gemalte Tagebuch dann entwickelt für die Ausstellung und es ist dann auch ein großer Unterschied, ob man die Werke dann im Atelier neben oder besser gesagt übereinander auf engem Raum sieht oder dann wirklich hier in den großen Hallen in Van Gaals der Kunstform, wo sich dann die Malerei wunderschön entwickeln kann. Da öffnen sich die Poren der Leinwand, da beginnen die Werke sehr elegant zu strahlen. Also ich war da selber auch sehr positiv überrascht, wie sich da die Werke in unterschiedlichen Konstellationen dann entwickelt haben. Ich bin jemand, der meint, in einer kurzen Zeit der Konzentration es formulieren zu müssen und eben nicht ein additativ arbeitender Künstler, der Schicht auf Schicht übereinander legt. Das habe ich durchexerziert in der Zeit, wie ich diese Frische verloren hatte in den 80ern. Diese dicke Malerei war ja eigentlich nur der Versuch oder die Erkenntnis, ein gutes Bild ist am Ende nur
deshalb gut, weil es die Summe aller Korrekturen zeigt. All diese Typen, die ich da auf der Leinwand abrufe, glaube ich nicht der Indianer und glaube ich nicht, bin ich derjenige, der sich hier dieser Maskerade aussetzt. Gleich ist meine Bewegungsmotorik. Wenn ich einen Vogel male, bewusst oder unbewusst, werde ich für Bruchteile einer Sekunde dieses Flugelement durch meinen Körper rieseln lassen, um die Form dafür zu finden. Also ich weiß ja nicht, wie ein Vogel ausschaut. Ich weiß auch nicht, wie ein Indianer. Ich habe noch nie einen Indianer gesehen. Ich weiß aber, dass ich sehr schnell mit Mitteln der Malerei, wenn ich mich mit einer Feder male, bin ich in Amerika. Wenn ich mich mit einem Turban male, bin ich in Nordafrika oder bin ich im Alten Testament oder ich bin in einem schlechten Western. Also ich kann mich sehr schnell bewegen. Also es scheint so, dass ich so etwas wie eine figurative Interaktion auf der Leinwand brauche. Also mir ist sehr wichtig geworden, die Blickrichtung, die meine Figuren haben, welche Bezüge sie zueinander herstellen, welche Bewegungen sie vollführen und wie sie mit ihren Bewegungen auch den Hintergrund mitnehmen. Also es ist für mich alles eine eingeschweißte Sache. Ich arbeite immer aus einer Zelle heraus. Also wenn ich ein Bild beginne, weiß ich nicht, was es wird. Aber nach dem dritten, vierten Fleck, wenn es gut geht, meldet sich eine Linie, die sich dann mit einem weiteren Fleck verbindet. Und die fünf, sechs Bildgeschichten, die ich in der Hinterhand habe, hängen sich dann ein. Und wenn es so etwas gibt wie einen gelungenen Nachmittag, dann ist das so, dass irgendwann, so nach einer halben Stunde, die Bilder sich eigentlich von selber malen. Also das ist das, was ich auch immer angestrebt habe, mich immer passiver zu machen, rauszubringen, im Unterschied zu früher. Also nicht mehr ich betrete die Leinwand, ich setze hier etwas fest, sondern ich bin neugierig, was mit mir passiert. Ich habe ungefähr 4 bis 5 Stunden Zeit pro Leinwand. Dann bindet die Farbe ab und die Leimfarbe wird ja eingesumpft im Leimwasser. Und viele Töne sind wesentlich dunkler als dann aufgetrocknet. Also würde ich später weiter malen, käme es zu einer großen Verschiebung und die Tonalität ist fast nicht berechenbar. Also ich muss ähnlich wie ein Freskomaler darauf achten, dass ich ein Bild in einer Umarmung auch löse. Und wie gesagt, egal ob es ein kleines oder großes Format ist, ich habe eine bestimmte Zeit zur Verfügung. Ich muss mir selber sagen, wenn du was zu sagen hast, sag es jetzt. Es ist jetzt 2 Uhr, um 6 Uhr muss das geliefert sein oder eben nicht. Also das ist dieser Stress. Dadurch esse ich nicht, dadurch telefoniere ich nicht. Also diese 5 Stunden, sage ich mal, verlangen eine große Konzentration. Und diese Herausforderung hält mich mit zunehmendem Alter wirklich frisch.